Warte mal, warum stellt sie sich nicht woanders hin? Warum muss sie jetzt hier reinfahren bei mir? Ich bete für sie, sie fährt nicht dieses Auto an. Bitte nicht. Guten Morgen, meine Lieben. Willkommen zurück zu einem neuen Tag. Heute ist Montag, die Woche startet. Ich bin heute wieder in diesem Zentrum. Ich habe mich heute etwas wärmer angezogen. Weil es kann sein, dass ich vorne in der Akkreditierung bin. Und dort ist drin sehr kalt, weil die Heizung funktioniert. Sie funktioniert, aber sie wärmt nicht richtig. Ja, oder ich bin halt im Labor oder bei der Ausgabe, also bei... Ich komme jetzt nicht auf das Wort, ist ja auch egal. Boah, es war gut, dass gestern Sonntag war und man frei hatte, glaubt mir. Ich gehe auch heute so mit meiner Brille und allem. Ja, ach so, kleines Update. Ich habe mich gestern bei der alten Dame gemeldet und ich habe ihr gesagt, dass ich... Also die hatten mich ja, seitdem ich gekündigt hatte, mich ja ständig angerufen gehabt. Sie und ihre Schwester, so in so einem Wechsel. Ich habe sie gestern angerufen, mein Gott, Leute, ihr wisst nicht. Sie war so glücklich. Ich weiß nicht, es hat mir so leid. Es hat mir sowieso schon die ganze Zeit leid getan, weil ich wusste, ich lasse sie jetzt gerade so allein, wo ich weiß, sie ist halt eine alte Frau. Sie ist halt auch so ein bisschen Alzheimer, aber es ist kein bestätigtes Alzheimer, wo man sagt, okay, sie hat Alzheimer Stadium 1. Ist nicht so, aber sie vergisst halt viele Sachen. Jedenfalls hat es mir schon die ganze Zeit zugesetzt und leid getan, seitdem ich die Kündigung eingereicht habe, weil es war jetzt nicht eine Kündigung, wo ich zu 100% das wollte, aber gleichzeitig war so, so geht's nicht weiter. In dem Sinne, wisst ihr. Und gestern habe ich mich auf jeden Fall bei ihr gemeldet. Ihr wisst nicht, wie glücklich sie war. Und das hat man, es war kein Fake oder sonst irgendwas. Oh mein Gott, es hat mir so, am liebsten hätte ich sie, hätte ich diese Reaktion so gesehen, so ein Real, ich hätte sie am liebsten umarmt, weil es war, oh mein Gott. Auf jeden Fall hat sie sich dann nochmal entschuldigt und oh mein Gott, dass sie sich freut, dass ich angerufen habe und dass es ihr alles so sehr leid tut und bitte, ich soll doch wieder zurückkommen und bla bla. Und ich meinte nur so zu ihr, dass ich halt die letzten Tage nicht rangegangen bin und so, ich wollte einfach nicht... Ich wollte jetzt auf mich selbst erstmal klarkommen, sagen wir es mal so. Und weil ich halt einen neuen Job angefangen habe und dass ich nachdenken wollte. Genau, ich wollte nachdenken. Und du kannst nicht nachdenken, wenn du immer wieder jeden Tag in dieser Situation dann bist. Wie willst du mal Abstand dazu gewinnen, um zu sehen und nachzudenken? Das habe ich durch dieses, was ich getan habe, getan. Und ich werde euch trotzdem erzählen, was passiert ist. Aber es könnte sein, dass ich halt auf jeden Fall wieder dahin gehe. Wegen ihr, weil sie mir so leid tut und weil wir Regeln aufstellen werden. Also ich werde das damals, als ich anfing bei ihr, ging das erstmal durch eine Firma und dann hatte sie gewollt, dass wir das so unter uns machen. Ich stelle trotzdem Rechnung ganz normal, weil ich will nicht Schwarzgeld, Schwarzgeld, sagt man das so? Keine Ahnung, es ist halt offiziell, okay? Aber man kann ja Verträge abschließen, mündliche Verträge, ohne sie dann schriftlich zu machen. Das ist auch rechtsgültig. Ich stelle halt auf jeden Fall diese Rechnung, bla bla, jeden Monat, bla. Und ich hatte aber damals schon eine Rechnung aufgestellt. Nicht eine Rechnung, Entschuldigung, einen Vertrag aufgestellt. Den habe ich ihr nie so wirklich gegeben, aber alles, was drin war, war so wie besprochen. Ich habe ihn nicht gegeben, weil damals war es so, oh, ihr wisst nicht, die haben auch schon, also ihre Schwester vor allen Dingen hat einen auch so ein bisschen wie unter Druck gesetzt und so und so. Und ich hatte schon ein bisschen Schiss, weil ich kann und... Ich will sowas eigentlich nicht. Naja, deswegen hatte ich damals das dann so gelassen und wir haben es halt einfach mündlich geklärt, so mehr oder weniger. Die Sache ist auch die, ich mache ja mehr als das, wie ich anfing dort. Und eigentlich müsste genau das mehr bezahlt werden, aber ist ja auch egal. Jetzt habe ich es die letzten 3 Jahre gemacht. Ich werde auf einen Vertrag bestehen und da drinne werde ich auf jeden Fall auch mehr Geld verlangen, definitiv. Dieses Ganze, die denken, Sprit bezahlt sich selber, diese ganzen Kilometer und hast nicht gesehen, ich muss das ja später alles, mein Auto ist ja geleast, ich muss es dann später zusehen. Ich habe ihr gestern halt einfach nur gesagt, dass ich habe Bedingungen, ich werde sie ihr gerne sagen, was für Bedingungen ich habe, um wiederzukommen. Und wenn es ihr passt, dann schön, wenn es ihr nicht passt, dann ist es, wie es ist, dann ist es auch für mich vollkommen okay. Und was noch dazu kommt jetzt erstmal ist, dass ich ihr sagen werde, ich komme 1 bis 2 Mal die Woche, je nachdem wie ich kann. Also 1 Mal definitiv, 2 Mal wie ich kann, weil ich ja noch diesen Job jetzt habe. Montag, Freitag, Samstag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag gehe ich sowieso schon längst arbeiten im Gesundheitsamt.
Und dass ich sage, dass ich vielleicht Dienstag oder Donnerstag, Mittwoch auf keinen Fall, weil Mittwoch ist eh ihre Schwester da, lohnt sich nicht, wenn ich komme. Wir sind dann zwei Leute bei ihr. Und Dienstags eigentlich auch nicht wirklich, weil da so ein anderer Kumpel von ihr da kommt. Deswegen denke ich vielleicht Donnerstags. Oder und Donnerstags ist für mich eigentlich auch nicht so schlecht, weil Donnerstags habe ich meistens früher Schluss. Eigentlich, also ja, Donnerstags mal ein kurzer Tag auf der Arbeit. Genau, das ist das kleine Update, Leute, zu der ganzen Sache. Diese Woche werdet ihr noch mehr hören, ob es geklärt wurde, wie es geklärt wurde. Und dann denke ich aber, erst nächste Woche rede ich dann darüber, was eigentlich war, wenn wir geklärt haben. Ob ich jetzt bleibe oder nicht, ich rede trotzdem darüber. Ich sage euch trotzdem, was los war. Es ist jetzt 7.47 Uhr. Ich werde jetzt gleich losgehen, weil ich wollte noch kurz zu Netto mir noch was zu essen kaufen. Und ja, das ist es, Leute. Das ist der Update. Ich trinke jetzt noch meinen Kaffee. Genau, und dann gehe ich los. Also Leute, ich denke, ich lasse die Kamera hier, weil ich habe nichts zu erzählen. Wir sehen uns halt einfach heute Abend, wenn ich wieder da bin und tot bin von der Arbeit. Peace. Hallo meine Lieben und willkommen zurück. Besser nicht mal gesagt, willkommen zurück, sondern ich war heute am Drehen im Auto, glaube ich. War ich das? Ja, ich glaube schon. Und dann ist mein Kamera dead gegangen. Und jetzt bin ich endlich wieder zu Hause. Ich habe ein Paket weggebracht. Ich hatte aus Versehen so ein Ding bestellt, also so einen Schrank fürs Bad bestellt in 1 Meter Länge. Und dann habe ich den nochmal in 80 cm gesehen, habe dann den bestellt, wollte das andere stornieren, aber es ging nicht mehr. Und dann wurde das eine schon losgeschickt und dann bla bla. Dann musste ich das jetzt gerade stornieren. Nicht, oh Mann, oh, ich bin jetzt schon durch. Ich habe es schon storniert, ich muss es jetzt gerade wegbringen bei GLS, habe das gemacht. Ich bin jetzt endlich wieder zu Hause. Ich hatte so um 13.15 Uhr Schluss, es ist jetzt 13.53 Uhr. Ich habe, wie schon gesagt vorhin, Kooperation, zwei Sachen, woran ich arbeiten muss. Ich habe jetzt gerade Tee angemacht, das ist das, was ihr gerade hört. Ich werde jetzt erstmal meine Haare machen, dann werde ich ein... Ich mache das mal hier hin, ihr seht mich jetzt bestimmt nicht so richtig. Ach, da sieht man mich auch nicht richtig. Wir probieren es hier. Also ich werde jetzt meine Haare machen als allererstes. Mich nochmal abschminken oder besser gesagt meine Augenbrauen wegmachen. Abschminken, weil meine Augenbrauen... Also ich habe ja Sachen bekommen von Max Factor und das muss ich nutzen. Und dabei, also da ist auch ein Augenbrauenstift dabei. Ich mache jetzt auf jeden Fall ein Reel raus und sende denen dann die ganzen Sachen, die ich gemacht habe. Mal gucken, wann die das bejahen, dass ich das posten kann. Ich habe aber noch von Stronger was zugeschickt bekommen. Ich glaube, das habe ich alles vorhin erzählt. Und das von Stronger, das will ich jetzt gleich anziehen. Wieder Sportsachen. Stronger ist ja eine Gym-Marke oder auch so ein bisschen, sind zwar so irgendwo Gym-Sachen, aber nicht wirklich Gym. Das kannst du auch so im Alltag, denke ich, tragen. Habe ich von denen noch was bekommen. Da will ich das auch so ein bisschen als Reels machen, habe ich mir überlegt. Genau, da muss ich auch noch Bilder machen und dieses Reels, was ich dann später schneiden werde. Oh, sorry, Leute. Aber genau, das ist so, was ich jetzt machen muss. Die zwei Sachen. Ich überlege jetzt, ob ich mich erstmal das mit dem Schminken mache und danach einfach ein bisschen was davon wegmache und dann die Bilder mache. Ich glaube, es wäre am besten, dass ich das so mache, weil es jetzt noch hell ist, sodass ich das noch mit reinkriege. Ja, ich mache das so. Ich werde jetzt erstmal das Reels drehen, also die Max Factor Sache und dann Stronger machen. Und dann bin ich fertig für heute. Genau, das ist es, Leute. Das ist. Ich mache gleich meine Linsen rein, mache gleich meine Haare und vielleicht lasse ich es laufen. Ich kann die Kamera laufen lassen. Seht ihr, wie ich mich fertig mache für so ein Reel-Drehen oder so. Klamotten, die ich anhabe, ist schrecklich. Ich ziehe mich jetzt um. Dann nehme ich euch mit, wie ich das Ganze drehe. Ich lasse die Kamera vielleicht einfach da oder stelle sie irgendwo auf. Mal gucken. Und dann seht ihr mir zu, wie ich so ein Reels drehe. Peace. Leute, ich fange jetzt an mit dem Drehen. Die Kamera ein bisschen weiter. Ich habe mich jetzt soweit fertig gemacht. Ich habe jetzt so ein Ding hier ran gemacht. Das ist eigentlich fürs Auto, für ein Handy halten. Aber ich mache das jetzt immer hier in den Spiegel ran, sodass mein Handy hält. Und bevor ich anfange, mache ich erstmal meine Kamera sauber. Modus Bilder. Ich werde jetzt auch im Hintergrund Musik hören und dann schauen, was ich zu machen habe. Es sind halt, die haben mir halt bestimmte Produkte zugeschickt. Das sind die Produkte, das heißt, diese Sequenzen werde ich dann auch aufnehmen. Alle anderen Sequenzen werde ich nicht aufnehmen, weil ich nicht habe und nicht genannt, also ich werde sie nicht nennen. Also ist aber auch selbstverständlich und klar, oder? Ja, es ist selbstverständlich klar. Ich überlege die ich einfach im Fokus immer so ein bisschen. Ich versuche, ihr seht das jetzt nicht, aber jetzt seht ihr mich da und da. Also ich sehe mich hier, dann kann ich immer bam klicken, hier rüber klicken, dass es aufnimmt und oder Pause klicken.
Und ich sehe mich in diesem größeren Spiegel und ich sehe mich in diesem kleineren Spiegel. Das ist für mich sehr hilfreich, wenn ich das so mache. Und ja, mein Tisch sieht aus wie Tonne. Aber wir fangen jetzt mal an, damit wir nicht 100 Jahre brauchen, weil ich muss ja noch was anderes drehen. Genau, deswegen fangen wir jetzt mal an. Den ersten, ihr habt gesehen, den ersten Stift habe ich jetzt gerade benutzt. Und jetzt bereite ich mich vor für die Eyeshadows. Und das zeige ich jetzt einfach nicht. Die Kamera hier läuft noch. Mein Handy ist noch an. Genau, das andere zeige ich nicht. Ich zeige immer nur das in die Kamera, was wichtig ist. Die Produkte, die ich zu zeigen habe, zeigen muss, was auch immer. Und noch mehr auf den Tisch packen, als wäre der Tisch nicht schon längst voll. Ich bin jetzt erstmal fertig mit der ersten Sache, mit den Reels-Teilen für Max Factor. Mit der ganzen Make-up. Ich habe jetzt auch noch ein paar Bilder gemacht. Und ja, yeah. Ich zeige euch, die Kamera nimmt echt gute Dings auf. Guckt mal. Und so weiter. Naja, auf jeden Fall, ich mache jetzt weiter mit der Kampagne für Stronger. Wir machen jetzt weiter mit Stronger Monger und dann werde ich mal bald was essen. Ich habe heute noch nicht wirklich was gegessen. Ich hatte heute 2 Scheiben Brot mit auf Arbeit. Die habe ich schon längst verputzt auf Arbeit. Ich habe jetzt noch nichts gegessen. Und warum sind jetzt nur noch 4 Minuten hier drauf? Naja, it is what it is. Ich werde jetzt auf jeden Fall den Teil für Stronger noch machen. Das heißt, kurzes Quatschen-Video und Quatschen und Bilder und dann habe ich es für heute. Peace. Hallo Leute, also ich bin soweit jetzt fertig. Ich habe des Todes Hunger. Es ist 16:35 Uhr. Ich habe wirklich richtig Hunger. Mir ist schon so, weil ich so Hunger habe. Naja, auf jeden Fall habe ich die Werbung für Stronger gemacht. Oh, das Video geht am Sonntag online erst. Also es könnte sein, dass ihr immer noch Rabatt kriegt. Ich zeige euch das mal mit Victoria H20. Kriegt ihr 20% Rabatt. Bei Stronger. Heute werde ich auch da ein Bild posten. Von der Firma Stronger, die haben mir wieder eingeschickt. Also dieses Set schreit einfach mal. Auf jeden Fall, ich werde auch noch Bilder posten. Zeige ich euch, die habe ich gerade geschnitten und eigentlich auch schon so weit reingestellt, dass ich weiß, was ich posten werde. Ups. Anruf. Salü. Guten Morgen, meine Lieben, und willkommen zurück zu einem neuen Tag. Heute ist Freitag. Es ist gerade so dieses Licht, weil mein Licht an ist. Ich mach's mal aus, weil es ist hell genug, aber ich musste mein Gesicht machen. Dies, das habe ich auch gemacht. Es ist jetzt irgendwie 7.20 Uhr, 7.30 Uhr herum. Ich werde in circa einer halben Stunde losgehen. Okay, nicht eine halbe Stunde, etwas kürzer, weil ich muss noch zu Netto mir was zu essen kaufen. Heute ist ja wieder, ich arbeite wieder in diesem Corona-Testzentrum. Ich mache heute die Auswertung
Also du stoppst da die ganze Zeit die Zeiten und dann scannst du das Ganze ein und dann je nach Ergebnis machst du negativ, positiv oder ungültig, genau, wenn da nichts passiert ist. Genau, oh, mir ist gerade so warm. Ich weiß nicht, gestern sind wir, glaube ich, da stehen geblieben, wo meine Freundin dann angerufen hatte. Ich habe gestern nicht viel mehr gemacht, ich habe dann nur noch gechillt. Ich habe ja gestern diese Sachen von Stronger. Ich kriege, denke ich, hoffentlich immer noch 20% drauf. Wir können es ja probieren mit Victoria H20. Ich mache den Link, also den Code besser gesagt, mache ich hier hin. Ja, genau, das habe ich dann gemacht. Ich habe auch Bilder gemacht, weil ich bin ja Tally Weigel Ambassador. Die schicken mir regelmäßig Sachen zu. Und da wollte ich gestern Fotos machen oder habe Fotos gemacht, aber die sahen so Schrott aus. Es hat auch gar nicht gepasst. Die Location hat einfach nicht gepasst, so zu dem Outfit selbst. Deswegen habe ich die Bilder dann wieder gelöscht und da werde ich mal gucken, dass ich irgendwie einen Tag finde, wo ich das machen kann. Ich arbeite jetzt ja gerade 6 Tage die Woche und es ist... Aber ja, so ist das gerade. Und ja, was noch? Was wollte ich denn jetzt noch sagen? Und zwar, da, ich losgehe. Ja, ich habe hier auch gar kein Dings mehr drauf. Ey, krass, wie gedreht. Naja, Leute, ja, das ist es. Das ist ein kleines Update. Und Update zu der Dame. Ich habe ihr ja diese ganzen Vertragssachen zugesendet. Also so ein Vertrag, wo drin steht, so Leistungen, Preis, so ein Gegen, was ich erbringe, was sie dafür erbringen muss. Also ein ganz normaler Vertrag halt einfach. Und ich habe ihr gesagt, sie soll mich dann anrufen, wenn sie sich das durchgelesen hat. Und dann soll sie entscheiden, ob ich kommen soll. Und ich würde dann halt auch nur erstmal einmal die Woche da hingehen. Ich arbeite ja schon für 6 Tage die Woche. Das hieße, ich würde dann donnerstags wahrscheinlich hingehen, weil ich donnerstags nur 6-Stunden-Tag auf der Arbeit habe. Dann kann ich nochmal 2 Stunden dorthin. Und dann ist okay. Mal gucken. Ja, das ist es, Leute. Ich bin müde. Also, was heißt, ich bin müde? Ich bin nicht müde, ganz und gar nicht. Ich bin richtig wach. Ich hoffe nur, dass dieses ganze Corona-Zeug bald ein Ende hat und so. Und gestern habt ihr ja vielleicht erfahren, dass dieser Mietendeckel in Berlin gestürzt wurde. Oder ich weiß nicht, wie man das jetzt ausdrückt, aber auf jeden Fall ist es nicht mehr. Und es geht. Guten Morgen, meine Lieben, und willkommen zu einem neuen Tag. Heute ist Samstag. Ich muss bald arbeiten. Ab 11. Heute, es ist, glaube ich, genau 8. Ja, es ist genau 8 Uhr. Ich will jetzt gerade am Laptop was schneiden. Licht. Habe ich mich gestern bei euch gemeldet? Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht. Gestern war ich nur arbeiten. Also ich war um 9 bei der Arbeit und war um 19 Uhr. 30 kurz vor 8 wieder zu Hause. Ich war so fertig, habe ich mal was gegessen. Ich habe ein bisschen was geglotzt hier und da. Ich habe mich erstmal direkt ins Bett gelegt, habe dann irgendwas geglotzt und gegen, ich glaube, 22 Uhr oder 21.30 Uhr, keine Ahnung, ich war so müde und dann habe ich mich hingelegt und ja, jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier mit der Haare und allem und ja, ich schneide jetzt was, räume dann ein bisschen auf, esse was und dann geht's ab zur Arbeit. Ja, das ist es, Leute, was jetzt gerade ansteht. Das ist es, was gerade ansteht. Soll ja ein Lockdown kommen. Mal gucken, wenn ein Lockdown ist, dieses Testzentrum, wo ich bin, wird dann geschlossen. Mal gucken, ich bin gespannt. Ei, ich bin müde. Nein, ich bin nicht wirklich müde. Hä? Man sagt das immer so, aber eigentlich ist man es nicht immer, wenn man es sagt. Ja, und gestern sollte mein Tisch kommen. Genau, mein Tisch, mein Couchtisch nach 100 Millionen Jahren, den ich im Oktober bestellt habe. Okay, ich muss dazu sagen, die Bestellung, die ich im Oktober gemacht habe, musste ich im März stornieren, weil die Leute so unzuverlässig waren. Und dann habe ich nochmal im März bestellt und das sollte bis zum 7. April kommen. Wir haben heute den 17. April, also schon 10 Tage drüber. Aber ich hatte gestern eine Nachricht, dass es gestern kommen sollte. Ist nichts hier. Die Olle am Telefon meinte, die Leute, die ausliefern, wären schon draußen und sie könnte die auch gar nicht erreichen. Und wenn ich nicht da bin, würden die einen Zettel in meinem Briefkasten lassen und dann müsste ich mit denen einen neuen Termin aus. Aber gestern war nichts im Briefkasten, nicht gar Wunder. Mal gucken, ich werde auf jeden Fall nochmal an. Die haben 13 Uhr und mal nachfragen, wo mein Tisch bleibt. Dann habe ich nämlich endlich meinen Tisch, ey. Oh, Mann, dann geht's voran, Leute. Ich will einfach auch gar keine Roomtour und sowas machen, weil ich bin noch nicht fertig. Und die Sachen dauern. Die dauern, weil die Leute 100... Ich habe Gardinenstangen vor über einem Monat. 21.03. habe ich die bestellt bei Otto. Die sind immer noch nicht da. Da stand 3 Wochen. Okay. 21.03. 3 Wochen. Die 3 Wochen sind doch schon längst um. Ich verstehe das nicht. Und da steht auch kein Update, kein gar nichts. Dann habe ich einen Schrank fürs Bad. Den muss ich noch aufbauen. Und dann morgen kommt mein Bruder. Dann werde ich den aufhängen. Es fehlen halt noch ein paar Sachen, weil ich auch kein Geld habe. Hallo? Sachen, also ich hole mir ja auch keine Billigsachen wie früher, sondern ich hole mir echt, also wenn ich die Roomtour mache, werde ich euch wahrscheinlich mit Preise das nennen, angeben, damit ihr wisst, woher ich es habe und wie teuer es war. Vielleicht kann man sich das selber dann gönnen. Ja, ach, keine Ahnung. Naja, ich werde jetzt anfangen. Ich habe mir auch schon Kaffee gemacht, ich habe Zähne geputzt, mein Bett gemacht und jetzt fange ich gleich an. Ich glaube, ich hole mir noch ein Cardigan, weil es kalt ist, obwohl ich Heizung habe. Und ja, das ist es, Leute. Das ist es.
Boring, boring. Wir müssen alles geben. Ja, ich mache das jetzt schnell, weil danach muss ich noch essen und mich fertig machen. Also Leute, wir hören uns dann später. Heute komme ich bestimmt, hallo, pool ich heute bis 20.30 Uhr arbeiten. Naja, oder wir reden, wenn ich im Auto. Diese Augenbraue ist einfach so nice. Da ist kein Produkt drauf, gar nicht. Sie hat Form. Und die endet einfach irgendwo da. Was soll das? Naja, peace. Hello Leute, es ist 10.25 Uhr. Ich bin auf dem Weg to the work. To the work. Wir sind auf dem Weg. Ich brauche jetzt noch 20 Minuten ungefähr. Nicht 25, 20 Minuten. Oh. Da drin ist nichts in der Tüte. Ich habe gerade Papier runtergebracht in den Müll. Ich trenne Papier und normalen Müll. Und PET. Nicht PET, aber ihr wisst so Milch. Milch. Du wisst schon, was ich meine. Ihr wisst, Milchpackungen, genau, das wollte ich sagen. Ich trenne Milchpackungen und so. Also ein paar Sachen trenne ich schon, Gönnerleben. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg zur Arbeit. Mir geht's so lala. Ein bisschen tut hier der Hals weh. Ich habe ihn mir so leicht verrenkt, ein Glück nur leicht. Also ich bin immer noch arbeitsfähig. Und ich habe gerade angerufen wegen meinem Tisch. Und er sagt, gestern war jemand da, um 12.45 Uhr oder sowas. Und hat niemanden angetroffen. Und der versucht es nochmal am Montag. Jetzt habe ich mit meinem Bruder gesprochen, dass er am Montag zu mir geht, weil ich am Montag wieder arbeiten bin. Richtig assi. Ich finde, tut mir leid so, aber dann liefert entweder abends, liefert so, dass ihr vorher Bescheid sagt, mit einem Zeitfenster, das nicht zwischen 7 und 17 Uhr. Das sind 10 Stunden, Leute. Wer hängt 10 Stunden zu Hause rum? Warum soll man sich dafür extra Urlaub nehmen? Warum liefert ihr nicht, keine Ahnung, eher in den Abendstunden oder am Wochenende? Samstags wird ja auch noch ausgeliefert, dann liefert samstags aus. Ich verstehe das nicht so, als würden Menschen nicht arbeiten gehen. Naja, ist ja auch egal. Mein Bruder wird auf jeden Fall da hingehen. Ich habe mit ihm gesprochen, zu mir gehen, damit er dort auf den Tisch wartet. Ich bete einfach nur, dass dieser Tisch Bombe ist, damit ich mir nicht mehr hin und her, dass ich nicht den zurückschicken muss, auf Geld warten muss, das machen muss, jenes machen muss. Eigentlich habe ich mit PayPal gezahlt. Ich kann euch nur raten, Leute, zahlt eure Sachen mit PayPal, weil es gut ist. Weil wenn irgendwas ist, ihr kriegt sofort euer Geld wieder. Genau, zahlt eure Sachen mit PayPal. Was soll ich noch sagen? Genau, auf jeden Fall, ja, Montag kommt dann der Tisch. Ich hoffe, der sieht gut aus. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit, to the work und ja. Nichts Besonderes, Leute. Nichts Besonderes. Heute wird ein langer Tag, weil ich erst ab 11 angefangen habe oder anfange. Mann, anfange. Wird es so sein, dass ich bis 20.30 Uhr mache. Mach mal meine Nase. Ja, bis 20.30 Uhr, aber wahrscheinlich sind wir dann erst weg um 21 Uhr, also wird ein langer Tag. Wenigstens morgen ist Sonntag, ich kann ausschlafen, aber ich muss noch Videos schneiden. Aber ich habe mir so ein Tool geholt, aber es ist so ein monatliches Abonnententool über Filmora. Ich schneide ja meine Videos mit Filmora. Und da ist ein Tool, das nennt sich Better irgendwas. Da ist so ein Tool, das nennt sich Better irgendwas. Das kostet 8 Euro im Monat. Und mit dem Tool, das lässt dich Pausen rausschneiden, Momente, die ruhig sind, rausschneiden. Früher musste ich das per Hand machen. Und das hat ich habe an Videos 3-4 Stunden geschnitten. Deswegen, gerade bei längeren Videos. Aber ich habe mir das jetzt gekauft, geholt, abonniert. Es ist zwar ganz schön teuer, irgendwo 8 Euro jeden Monat, nur damit ich dieses Tool benutzen kann. Aber es ist so hilfreich. Es erspart mir so viel Zeit, ihr wisst nicht. Es erspart mir so viel Zeit. Deswegen morgen, wenn ich habe schon heute ein paar der Teile rübergeschickt auf meine Festplatte, also externe Festplatte habe ich ja. Über diese Platte schneide ich immer. Ich mache gar nichts mehr auf meinen Laptop drauf. Und das war schon 7 GB. Das waren, glaube ich, vielleicht 8 oder 9 Videos, Teilvideos. 7 GB. Und ich habe noch heute was und ich habe jetzt das. Das wird echt ein heftiges Ding. Genau, ja. Also das heißt morgen ausschlafen, Videos schneiden. Das ist es.
Und heute Abend will ich noch meinen Reels schneiden. Das habe ich heute Morgen angefangen. Es ist so ein, es ist kein Reels, es ist eher für ein IGTV. Das werde ich auch für IGTV benutzen, weil die Sequenzen sind zu viele Sequenzen, als dass ich sie auf 30 Sekunden runterschneiden könnte. Will ich auch gar nicht. Ich will das nicht so verkacken. Also was heißt verkacken? Aber es gibt Sachen, die machst du, legst da so viel Dings rein und dann kriegst du sie einfach nicht auf 30 Sekunden. Deswegen werde ich das halt einfach als IGTV und dann habe ich auch nicht so einen Druck auf dieses 30 Sekunden runter, sondern ich kann meine über Minute, zwei Minuten machen. Werde ich auch machen. Genau, das schneide ich dann heute noch, wenn ich nach Hause komme. Also es wird heute auf jeden Fall geschnitten. Ob ich es poste, weiß ich nicht. Aber ich werde es auf jeden Fall schneiden. So, dass ich morgen nicht wieder so viel zu tun habe und machen muss und bla bla. Morgen ist Sonntag, ich will mich mal ausruhen, weil montags auch wieder Arbeit. Einfach ekelhaft. Aber ich habe mir gedacht, so, ich ziehe das jetzt so ein bisschen durch und dann Money. Weil es heißt ja jetzt, es soll wieder ein Lockdown kommen und so. Und dann, wenn dieser Lockdown kommt, dann wird bei uns dieses Zentrum geschlossen. Weil mit Lockdown brauchen wir keine Dinger da ausstellen, weil die Leute ja eh nicht raus können, weil alles zu ist. Macht Sinn. Ja. Deswegen, naja, ich werde jetzt ein bisschen Musik hören, mir ein Chillaxen will ich sagen. Oh Leute, ich bin so durch. Ich meinte, ew, Alter, sie soll mal ihr T-Shirt-Dings machen. Warum zieht sie ihr Oberteil nicht einfach runter? Da ist gerade so eine Frau, ihr Bauch hängt einfach raus. Sie läuft einfach so, Hauptsache Bauch hängt raus. Manche Leute schämen sich für gar nichts. Naja, jedem das seine, wa? Naja, ich höre jetzt ein bisschen Mucke. Nicht. Wochenende ist der Sonntag, das reicht aber dann aber auch, ey. Manche Menschen sind arbeiten. Ach so, ist Martin bei euch? Nee. Er hatte mich angerufen. Ich habe bei dem Dings angerufen wegen meinem Tisch. Der war gestern angeblich um 12.45 Uhr da, hat niemanden vorgefunden. Mhm. Und versucht es jetzt am Montag nochmal. Dann hatte ich Martin gefragt, ob er am Montag zu mir gehen kann, zwischen 11 und 2. Ja, Martin muss dann da hingehen, wie und? Okay, ist doch gut dann. Ja, ich hoffe, das kommt jetzt wirklich am Montag, weil ich raste sonst aus. Ja, da bin ich Montag ja wieder arbeiten. Nerv mich mal nicht. Manche Leute müssen ja wohl arbeiten. Ja, Isa, okay, jetzt nerv mich nicht mehr. Ne, wo bist du? Arbeiten? Wie, wo bist du? So, bist du an 19 Uhr? Ja. Sorry, Brian. Als ob dein heuchlerisches Story kannst du mal anderen erzählen. Wir kommen auch mal von Tim. Von wo? Von wo kommt ihr? Habt ihr euch gegönnt? Eine gute Pennymarkt. Ach nee,
Die müssen ja das Geld rausholen, indem sie alles teurer machen, damit wir, die sowieso kein Geld haben, das alles aufdingsen, was sie verloren haben. Unser Wucheneinkommen ist immer teurer und teurer. Das sind alles Badsachen. Ja. Okidoki, hast du um 19 Uhr Feierabend? Nein, Isa, 19:30 oder so. Ja, mal gucken. Ja, Tschüssikowski, du nervst sowieso. Ich muss jetzt auch auf Klo. Du nervst nicht. Nee, du nervst mich. Vielleicht esse ich noch ein Stück Brot. Mal gucken. Esse ich jetzt noch ein bisschen Brot? Ich habe mir extra heute Morgen Brot gemacht. Ja, okay, Isa, ciao. Salü, Leute. Ich bin in meiner Pause schon seit 20 Minuten ungefähr. Seit 20 Minuten? Was? 20 Minuten? Nein, ich bin 31 gegangen, ist jetzt 49. Ich esse jetzt noch mein Brot, Leute. Und dann gehe ich auf Klo und dann wird wahrscheinlich bald wieder Zeit reinzugehen. Also, was heißt reingehen? Na doch, in diese Container reinzugehen. Ich bin heute wieder mit Abstrich dran. Ich weiß nicht, wieso ich es vermisst hatte ein bisschen. Ich gebe zu. Ihr wisst ja, was es ist. Und das hatte ich ein bisschen vermisst. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht mal warum. Ich habe es gerade vermisst, weil es das meiste Geld gibt. Ich habe das Geld vermisst, wenn wir ehrlich sind. Das gute Geld. Das Brot, was ich gerade esse, ist so lecker. Ich habe da Käse und so eine komische Wurst, Mortadella-Wurst oder so. Drauf. Irgendwo hier gibt es Kaffee. Ich werde gucken, wo es den gibt. Und dann werde ich mir auf jeden Fall einen Becher Kaffee holen. Ja, Leute, genau. Es ist gerade Pause. Ich hätte auch oben in den Pausenraum gehen können, aber da ich heute nicht mit denen bin, mit denen ich sonst arbeite, so zwei süße Mädels, Mora und Vanessa. Und Vanessa ist so verrückt. Die ist so verrückt, aber voll süß. Auf jeden Fall, wenn ich nicht mit denen bin, sonst mal versuchen wir so Pause zusammen zu machen. Dann sind wir oben im Pausenraum. Genau, heute ist nicht der Fall. Deswegen esse ich einfach im Auto. Ich bin einfach in mein Auto gesetzt und chillax my life. Ich werde vielleicht ein bisschen Musik hören, ein bisschen weiter chillen und dann ist okay. Ich glaube, das zweite Brot esse ich später, wenn ich nach Hause fahre. Und ich glaube, ich lasse auch meine Tasche jetzt hier drin im Auto. Ich nehme die nochmal raus. Dafür kann ich nachher schneller Ciao Kakao sagen, wisst ihr? Aber wenn ich weniger hier Sachen drin habe, kann ich schneller Ciao Kakao sagen. es gibt davon so Memes oder sowas in der Art mit so Leuten, die so ein schneller Ciao sagen. Voll cool. Ich könnte die Leute, die denken, oh, ich bin verrückt. Ich sitze einfach im Auto, unterhalte mich mit dieser Kamera und mache noch diese Bewegungen dazu. Keine Ahnung. Ja, yeah, I'm a little bit crazy. Ja, passiert. Kommt vor. Ja, genau, Leute. Das ist es. Echt ein cooler Job so. Man lernt so Leute kennen. Das Team, was jetzt heute da ist, ganz okay. Wie gesagt, mit Vanessa und Mora. Wenn das Team da ist, mit den beiden, Bombe. Und Oliver, der Teamleiter. Der sonst Teamleiter macht, aber ist heute nicht da. Heute macht Mitch. Nein, Mitch, nicht Mitch, Micha. Micha macht heute Teamleitung. Ich weiß, ich werfe jetzt hier mit Namen hin und her. Und die haben gar keine Ahnung, aber Teamleitung macht heute Micha. Er ist auch ganz gut drauf. Er ist schon ein bisschen sehr verrückt so, aber er ist gut drauf. Ist trotzdem gut. Hauptsache, ich sitze einfach in diesem Auto und unterhalte mich mit dieser Kamera. Und Leute können mich beobachten dabei. Komm. Ich bleib noch ein bisschen sitzen, bis das Dings ist. Genau in 6 Minuten. Hab mal Leute, Alia. Alias Face, die eine, die ich auch so liebe, hat gerade was gepostet. Also hat so meinten, in der Story steht, so ein Saying oder... Wie nennt man das auf Deutsch? Ich weiß nicht, wie man das... So ein Quote, genau. Ich weiß, Quote ist auch nicht Deutsch, aber... Mindset is what separates the best from the rest. Also dein Mindset, dein Denken, deine Einstellung, in deinen Kopfeinstellung, ist das, was dich unterscheidet oder was Menschen unterscheidet zwischen the best, die Besten und dem Rest. Es gibt die Besten und es gibt die Rest. Und das ist die Entscheidung ist hier. Das entscheidet und es ist wirklich so. Point blank. Period. Ich bin davon auch sehr überzeugt. Warte mal, warum stellt sie sich nicht woanders hin? Warum muss sie jetzt hier reinfahren bei mir? Ich bete für sie, sie fährt nicht dieses Auto an. Bitte nicht. Sieht richtig gefährlich aus. Alter, überall ist Platz. Sie muss sich direkt hier hinstellen, Leute. Und sie steht auch richtig nah dran. Naja, sie soll sich gönnen. Sie fragt sich wahrscheinlich, was ich jetzt hier mache, aber sie soll sich gönnen. Hauptsache, sie klatscht jetzt nicht ihre Tür gegen meine. Dann ist alles cool. Dann sind wir cool. Cool, cool. Alles cool. Naja. Oh mein Gott, das tut mir leid, Leute, das war ein Versehen.
Habe ich das jetzt missverstanden? Sie kommt hier an in einem krassen Mercedes. Okay, so krass ist er nicht, aber es ist Mercedes oder Audi, ich weiß gar nicht. Er kommt in einen VW, aber richtig alter VW, bestimmt 15 Jahre alt oder sowas. Dann gehen die zusammen rein. Vielleicht sind die auch nur Kumpel, also so ein Mädel und so ein Typ. Aber bei Dings ist es doch manchmal so, die wollen nicht, die wohnen in der Nähe, anstatt zu sagen, ey, ich hol dich ab. Und dann fahre ich dich auch nach Hause. Geier for life, ihr wisst doch, bestimmte Menschen. Auch unter Freunden. Sowas hatte ich auch mal. Eine Freundin, sie ist schon lange nicht mehr meine Freundin. Man könnte sagen, wir sind so, wir kennen uns durch die Schule, weil wir uns damals kannten und wir waren auch damals vielleicht befreundet. Aber sie war nämlich auch so, Leute, sie war die erste aus unserer ganzen, naja, sie war eigentlich, nein, guck mal, es war so, wir hatten eine Clique und sie wollte immer dazugehören und ich bin so ein Mensch, ich sag dann so, ich merke so, okay, sie will die ganze Zeit zu uns gehören, okay, komm, gehör doch zu uns, so, kein Problem. Ich bin meistens immer die gewesen, die mal Leute reingeholt hat, weil ich mir, also die, wo ich gemerkt habe, die wollen so hart zu uns gehören, okay, gut, dann ihr dürft rein, so, ihr dürft zu uns gehören. Auf jeden Fall, ich lasse sie rein, so, und sie war schon immer ein bisschen seltsam, okay. Auf jeden Fall, warte mal, auf jeden Fall war sie die erste unter uns allen. Wir waren ungefähr 5, 6 Leute. Sie war die erste mit einem Dings hier, mit einem Führerschein. Und wisst ihr, was sie macht? Ich weiß gar nicht, wo wir hin wollten. Wir wollten irgendwie eine kleine Spritztour oder irgendwas. Ich weiß es nicht mehr. Sie sagt so, ja, Oder sie wollte jemanden nach Hause fahren. Es war keine Spritztour. Sie sollte jemanden nach Hause fahren oder irgendwas. Aber Leute, sie wollte von uns allen Geld haben. Wie oft fahre ich mit meiner Freundin einkaufen oder sonst irgendwas. Ich bin so in sowas so, okay, dann, okay, neben mir steht gerade jemand, der gerade, glaube ich, richtig zuhört. Es ist richtig komisch, gerade zu reden, weil ich stehe auf dem Parkplatz. Kommen genau die Leute raus, ihr hört wahrscheinlich, habt gerade die Tür gehört, die direkt neben mir parken. Jetzt parkt die Alte hier neben mir. Jetzt kommen hier die Familie zurück, die auf meiner linken Seite ist. Und ich glaube, der Junge guckt die ganze Zeit rüber. Ich versuche schon gar nicht in diese Richtung zu gucken. Na, auf jeden Fall, sie hat damals rumgegangen, kam sie rum von wegen hier irgendwas, hier Sprit dazugeben. Was für ein Sprit? Du bist unsere Freundin so. Wenn wir einen langen Trip machen oder sowas, wenn wir irgendwo alle hinfahren, dann ist klar. Wir sind damals auch nach Hamburg gefahren mit meinem Auto und da haben wir den Sprit gegeben. Ich habe nicht mal was gesagt, 1 Kilometer, weil es ein Leasing-Auto ist. Ich habe mir gedacht, ach, egal, drauf geschissen und so. Wir haben alle Geld gegeben für Sprit und fertig. Das ist klar, da sagt doch keiner was. Aber ich glaube, ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war, aber es war nicht, es war kein Trip, weil es, da waren wir, keine Ahnung, 15, 16, nicht mal 17. Nein, warte mal, das kann gar nicht sein. Nein, wir waren, warte mal, nein, sie muss ja schon 18 gewesen sein. Alter, wann waren das? Gab es Zeiten, wo man Führerschein unter 18 machen konnte oder unter 17? Boah, ich habe keine Ahnung, aber es, okay, ich habe keine Ahnung. Ich bin überfragt, das ist schon zu lange her. Naja, auf jeden Fall war das auf jeden Fall so eine Geschichte, die sehr seltsam war. Aber sie war, wie gesagt, die war sowieso immer schon seltsam. Die war schon immer seltsam, die Alte. Die Alte, sage ich schon, nein. Das war ein Witz. So, ich werde langsam auf die Toilette und dann rein. Oh Mann, es ist gerade richtig weird. Und er lässt extra seine Tür offen. Er lässt extra seine Tür offen irgendwie, damit er hier lauschen kann, was ich rede mit euch, Leute. Ich wünsche, ich könnte die Kamera ein bisschen drehen, dass ihr das seht. Direkt neben mir einfach. Er lässt auch eine Tür offen. Mach doch deine Tür zu, du kleiner Junge. Ich will nur lauschen, was wir so reden. Ich habe ein Schamgefühl, die Kids von heute. Ich hatte so einen Shake-Smoothie dabei. Alter, der guckt so hierher. Das meint er wirklich ernst. Ich weiß das. Ich spüre diese Blicke, auch wenn ich es nicht sehe. Ich habe einen Shake gemacht, da ist gar kein Zucker oder sonst irgendwas. Obwohl, gar kein Zucker kann ich gar nicht sagen. Boah, endlich sind die weggefahren. Meinten mir auch ernst. Sie steigen ein und sitzen erstmal 10 Minuten im Auto, bevor sie losfahren. Nervig. What a day. Okay, Leute, ich mache mein Auto nach hinten, weil die Fensterscheiben sind von hinten getönt, dunkel getönt. Und dann sieht man das nicht, wenn ich jetzt die Dings drin habe, hoffnungsmäßig. Und ich muss das Fenster hier zumachen. Gar keine Lust mehr, ich schwör euch. Ich will nach Hause. Aber ich gehöre zu denen, die lange bleiben. Die erste, glaube ich, geht schon um 17 Uhr. Naja, Leute, danke fürs Zuhören, meinen ganzen Müll. Ich glaube, ich werde hier den Vlog beenden für diese Woche. Ihr habt jetzt mal meine Arbeitswoche gesehen, meine neue Arbeitswoche. Wie lange das geht, wissen wir nicht, weil wenn hier alles zu ist, ist bei uns auch zu. Wir werden sehen einfach, aber das ist the work. Ich habe gar keinen Bock mehr. Heute einfach nur habe ich gar keinen Bock mehr. So an sich macht schon Spaß, so die Leute sind schon ganz cool. Aber ich werde mich nicht wiederholen, warum es nicht so cool ist. Naja, Leute, danke fürs Zuschauen von diesem Vlog. Ich weiß, mein Leben ist langweilig
ich bin langweilig. Diese Arbeit ist langweilig. Ständig Arbeit hier, Arbeit da. Pipapo, hast nicht gesehen. Es ist langweilig. Point blank, period. Aber, ich weiß nicht, was aber. Wir sehen uns einfach in meinem nächsten Vlog in der nächsten Woche. Peace.